Die Tätigkeiten auf der Burg verbinden auf sehr interessante Weise die Geschichte und Tradition mit dem touristischen Angebot. Dazu zählen vor allem der Burgkeller und die Burgdruckerei, wo Besucher auf einer Kopie von Gutenbergs Druckpresse unter Leitung des Meisters Jannes Rosmann eine beliebige Inschrift abdrucken können. Und nun auf die Insel. Mit dem Boot sowie zahlreiche Pilger aus allen slowenischen und benachbarten Regionen Österreichs und Italiens, die zur Maria-Hilfer-Kirche gepilgert sind. Die erste Bebauung der Insel reicht ins 8. Jahrhundert zurück. Später aber wurde die Kirche mehrmals umgebaut, erweitert und verändert. Die bedeutendste Altarplastik aus dem 17. Jahrhundert stellt die Mutter Gottes dar, die Seitenaltäre dagegen den heiligen Sebastian, die heilige Magdalena und die heilige Anna. Die Kirche ist auch für ihre Wunschglocke bekannt. Wer am Seil zieht und die Glocke zum Läuten bringt, dem geht ein Wunsch in Erfüllung. Vorerst war Bled wegen seiner Thermalwasserquellen beliebt. Die breitere Aufmerksamkeit aber weckte es im Jahre 1855, als der Schweizer Homöopathe Dr. Arnold Rickli hier ein Naturheilinstitut gründete. Die feine Gesellschaft mit Übergewichtsproblemen wegen mangelnder Bewegung heilte er mit Bädern, Bewegung an der frischen Luft, Diäten und einem streng vorgeschriebenen Tagesablauf. Bled war auch ein bedeutender Kurort des kaiserlichen Österreichs, später eine Sommerresidenz der königlichen Familie von Karadjordjevic und heute ein Ort für politische und diplomatische Begegnungen. Die Badelustigen und Schlittschuhläufer teilen sich den See im Winter und im Sommer. Hier gibt es noch die bekannten Ruderer von Bled mit ihrem Sportzentrum in Saka, wo bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert Spitzensportler heranwachsen. Ruderer aus ihren Reihen haben die ersten olympischen Medaillen für Slowenien gewonnen. Jedes Jahr findet auch eine internationale Regatta statt und bisher wurden schon 3 Weltmeisterschaften ausgetragen. Nur knapp einen Kilometer vom See entfernt liegt der größte Golfplatz Sloweniens, wo man von März bis November auf mehr als 100 Hektar wundervollen Terrains dieser immer beliebteren Sportart nachgehen kann. Hier ist auch der Sitz der neu gegründeten Golfakademie. Im Gegensatz zur mondänen Welt gibt es auch genügend Gelegenheit zum Campen. Der Camp Saka ist ein wahres europäisches Paradies für aktive Freizeitgestaltung und einfachen Komfort. In Bled ist immer etwas los. Das wichtigste Ereignis ist die Schacholympiade, die im kommenden Jahr stattfinden wird. Dann die Weltmilitärspiele und die Jugendolympiade in 2 Jahren. Natürlich warten schon alle gespannt auf das 1000-jährige Jubiläum von Bled im Jahr 2004. Unsere Geschichte möchten wir mit der bekannten Süßspeise aus Bled, der Cremeschnitte, beenden. Für manche ist gerade diese Spezialität Grund genug, um Bled zu